Willkommen zu Pega Plays. Und in dem heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr ein Junas Level, die sogenannte Reputationsstufe, welche wir hier unten rechts sehen können, am schnellsten und einfachsten leveln könnt. Für diejenigen unter euch mit einer Autowerkstatt, den besten Tipp zeige ich euch gleich. Für alle anderen ohne Autowerkstatt, ihr müsst zuerst einmal zum LSK mit, welcher sich hier befindet. Ich hoffe mal, ihr wisst das schon. Und sobald ihr aufkreuzt mit eurem eigenen Fahrzeug, levelt ihr ein kleines bisschen. Dann könnt ihr natürlich euren Wagen hier in der Tuning-Werkstatt umbauen, am besten das Nummernschild tauschen, denn das ist die günstigste Umbaumaßnahme und ihr levelt wieder ein kleines Stück. Dann wiederum könnt ihr auf die Teststrecke mit eurem Wagen und levelt. Ihr könnt eine Zeitrunde fahren und levelt. Und im Anschluss könnt ihr noch einen von diesen drei Fahrzeugen hier Probe fahren auf der Teststrecke und ihr levelt. Funktioniert alles gut, ist einmal täglich möglich, dauert und ist durch die Ladezeiten sehr nervig. Von daher gibt es einen wesentlich besseren Weg. Der dauert zwar auch, ist aber mit weitaus weniger Arbeit für euch verbunden. Dazu müsst ihr zuallererst einmal zu der Dame hier oben, die nämlich LSK mit Klamotten verkauft. Ihr kauft euch irgendein x-beliebiges Kleidungsstück. In meinem Fall sind das die Schuhe gewesen. Ihr könnt natürlich auch irgendein Cappy kaufen, Jacken, T-Shirts, was auch immer. Vollkommen egal. Denn sobald ihr ein Kleidungsstück vom LSK mit an euch habt, müsst ihr euch einfach nur im K mit aufhalten und ihr levelt alle 5 Minuten. Beziehungsweise es gibt einen Rhythmus, ihr levelt nach 5 Minuten, ihr levelt nach 5 Minuten, dann gibt es eine kurze Pause und ihr levelt wieder nach 5 und wieder nach 5 Minuten. So, jetzt denkt ihr euch, naja toll, aber ich fliege hier. Richtig. Dazu stellt ihr euch am besten irgendwo ab, so wie hier. Verbindet beide Analogsticks von eurem Controller, so dass sie zueinander schauen. Und euer Charakter macht genau das hier. Sprich, er läuft im Kreis. Ihr nehmt ein Gummiband, das fixiert diese Analogsticks und ihr levelt. Konsole angeschmissen, schlafen gegangen, alles gut. Konsole angeschmissen, rausgegangen, alles gut. Funktioniert wunderbar, aber für diejenigen, die aktiv leveln wollen, ich zeige euch jetzt den besseren Tipp mit der Autowerkstatt. Jetzt befinden wir uns hier in der Autowerkstatt und begeben uns einmal zu der Missionstafel. Dort starten wir am besten den Gefängnisauftrag und beginnen mit dem Insider-Job. Das ist der, in welchem wir Lil D helfen. Dann schnappen wir uns mal die Oppressor. Das geht natürlich auch ohne, dauert allerdings wesentlich länger als mit. Und fliegen zu dem angegebenen Punkt. Mit etwas Glück sind wir gleich da vorne, so wie in diesem Fall. Mit etwas Pech ist etwa 1,6 Kilometer von hier aus gelegen. Hängt allerdings auch sehr davon ab, wo sich eure Autowerkstatt befindet. So, wir landen dann hier und jagen sein nettes Automobil. Denn trotzdem, dass die Mission scheitert, leveln wir. Und das können wir x-beliebig oft wiederholen. Das heißt, einmal zurückfliegen, wieder diesen Insider-Job beginnen und alles wieder in die Luft jagen. Wie gesagt, geht auch ohne Oppressor, da müsst ihr mit dem Auto hinfahren und zwei, drei Granaten auf den Wagen werfen. Dauert etwas länger, funktioniert aber genauso gut. Ich hoffe, dieser Tipp hat euch ein wenig geholfen. In dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß dabei, Lil D nicht zu helfen und bis zum nächsten Video.